Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Ja, wir waren eben stehen geblieben, genau an der Stelle. Ich wollte mal nachschauen, ob die Companion-App mittlerweile funktioniert. Die funktioniert natürlich nicht. Ich glaube, mein Handy wird davon nicht unterstützt von der App. Ich glaube, vielleicht ist das Handy doch zu schwach, obwohl es ein Motorola Moto G ist mit Quad-Core-Prozessor und ich weiß nicht, 2 GB RAM oder was das Teil hat und relativ großen Bildschirm. Aber irgendwie startet das Ding nicht. Das startet, stürzt direkt wieder ab. Genau dasselbe mit diesen Initiates. Das ist offline, weil Uplay offline ist oder was auch immer. Also Ubisoft hat hier massiv Scheiße gebaut, mal ganz ehrlich. Also das sollte eigentlich nicht passieren bei einem Spielstart, sage ich mal. Immerhin können wir das Spiel selbst spielen. Wir können zwar keine blauen Truhen öffnen, weil wir dafür, wie gesagt, die App brauchen, die bei mir nicht funktioniert. Ja, alles ziemlich beschissen, aber wir fangen am besten direkt mit der Mission an, mich wieder ein bisschen abzuregen. Also, mit dem Spiel hat Ubisoft kein gutes Händchen gehabt, also. Ich meine, bei mir läuft alles gut, ruckelfrei und keine Glitches bis jetzt, Gott sei Dank. Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soiree, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt ist die Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Viel Spaß. Oh, also ja. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann war die Einladung ja gehabt. Oh Mann. Das ist schon ziemlich blöd gewesen. So, beschissene blaue Truhe. Du kannst mich mal am Arsch lecken. So, lass mich mal hier durchs Fenster, danke. Ich muss nämlich hier oben noch eine weiße Truhe holen. Wenn ich schon keine blauen öffnen kann, dann hoffentlich eine weiße. Ey, du sollst da rein. Das kann doch nicht so schwer sein. Du sollst einfach nur hier reinklettern. Also die Steuerung ist ein bisschen besser geworden, allerdings. Ich weiß nicht, warum da hier nicht rein will. Du sollst hier verdammt nochmal rein in dieses Fenster. Oh Gott, warum? So, jetzt. Was? Oh, Junge. Ach, Left Trigger muss ich drücken, ja. Gut, dass er mir das jetzt sagt, ja, also. Ah, hier ist ja schon die Kiste, sehr gut. So, bestimmt wieder 100 Franken. Oder Francs. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Und hier ist das zufällig schon die Mission. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, was kann man denn jetzt hier machen? Adlerauge drücken. Ist hier irgendwas da hinten? Hinten, das sieht gut aus. Die Memoiren des Monsieur d'Artagnan. Elis Lieblingsbuch. Interessant. Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Brief zurücklassen. Ja, warum nicht? Dann machen wir das da direkt. Das sind ein paar interessante Aufgaben auf jeden Fall. Alles noch ein bisschen easy. Tschüss. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast. Lass mich raten, da kommt gleich jemand. So würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Wow, was für ein Zufall. Ja, und direkt noch Klamotten bekommen müssen, nicht mal Geld dafür ausgeben. Das ist doch alles sehr cool. Ich werde, denke ich mal, jetzt auch gleich mal in den Laden gucken, ob ich da schon was kaufen kann. Ich habe 500 Franken oder 600 oder 700, keine Ahnung, wie viel ich mittlerweile habe. Das sieht schon besser aus. Hat so einen komischen Blick, so ein. Ich weiß nicht, so ein bisschen. Meint er ist auf jeden Fall. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich. S'il vous plaît. Eine, aber auf dem Weg. Kein Zutritt. Ohne Einladung. Und trete zur Seite. Nächster, bitte. Ach, wir kommen schon rein. Charles Gabriel Siver, 2 Gäste. Nächster bitte.
Easy. So, wir sind wieder im Sperrgebiet. Sperrgebiet ist neuerdings blau statt rot. Wo müssen wir denn jetzt hin hier? Dahinter. So, lass mich mal ein bisschen vorbei hier. Danke. Adlerauge aktivieren. Was gibt's denn hier zu aktivieren? Da hinten sind Wachen, okay. Die sollten uns aber nicht weiter interessieren. Gucken alle in die andere Richtung, wo ich nicht hin muss. Oh, Feuerwerk. Wow. Schick. Schöne Feuerwerke. Hätte ich auch von draußen angucken können, aber okay. So, noch irgendwelche Wachen hier. Oder eine guckt hier, fuck. Gehen wir mal ein bisschen rein hier. So, verpiss dich bitte wieder. Danke. So. Verlassen wir es bei einem kurzen Höflichkeitsbesuch. Ich bin müde. Ist hoch? Wie du meinst. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Oh, Left Trigger. Dankeschön. So, das war easy auf jeden Fall. Oh, wo ist jetzt Elise? Gibt es irgendwelche Truhen noch? Irgendwas, was ich knacken. Hier ist was. Auf. Und ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für De La Serres Tochter. Ist gut, dass ich mit dem Adlerauge durch irgendwelche Türen durchgucken kann. Das ist schon mal cool. Kann ich denn hier pfeifen, damit die kommen? Schleichsteuerung. Zum lautlosen Bewegen Left Trigger. Oh, das ist auch neu auf jeden Fall. Man kann jetzt automatisch schleichen. Ja, ich hoffe, die gucken gerade nicht hier. Bitte nicht gucken. Dankeschön. Okay, schleichen können wir jetzt extra noch. Ja, das ist nicht schlecht. Hier ist ein Versteck. Ja, warten, bis der weg ist, der Pisser. Dankeschön. Jetzt hin hier. Oh Gott, hier kommen noch mehr. Wie es hinter mir aussieht, da kommt schon mal niemand. Das ist schon mal gut. So. Ich glaube, der bewegt sich gar nicht hier, wie es aussieht. Das ist schon mal gut. Ist endlich Schichtwechsel? Nee, ist noch lange kein Schichtwechsel, Junge. Komme ich hier vorbei, ohne das umzureißen? Nee. Oh, fuck! Mist! Warum hat er mich jetzt entdeckt? Ich bin... Hab doch oh, jetzt muss ich wieder ganz raus! Oh, das ist doch ein Witz, oder? Ich den ganzen Weg nochmal da reinrennen jetzt, oder was? Oh. Nur weil die Schleichsteuerung nicht funktioniert hat jetzt. Ah, ich dachte schon, ich muss... Oh, ich dachte schon, das wäre es jetzt gewesen. Der dritte Stand begehrt auf und die geben ein Fest. Was wird überhaupt gefeiert? Weiß nicht. Irgendeine Firmungszeremonie für De La Serres Tochter. Ja, komm, dreh dich um, ich will durch. Danke. Ja, wir wissen jetzt, wie geschlichen wird. Guckt euch schön das Feuerwerk an. Es wird vielleicht auch letztes Feuerwerk gewesen sein. Zurück. Sieht er mich? Nee, er sieht mich nicht. So. Dann trete ich mal bitte zum Feuer. Genau, sehr schön. Gott sei Dank muss ich nicht nochmal den ganzen Weg dahin rennen. Bin ich schon mal froh. Ja, da dreht sich gleich wieder um. Also hier lohnt es sich auf jeden Fall, die Leute zu beobachten. Muss hinter den Tischen da vorbei, auf jeden Fall. Das macht mehr Sinn, auf jeden Fall. Na komm, dreh dich um. Oh, er braucht ja stundenlang. Da muss ich doch irgendwann mal umdrehen, oder? Das sieht mich eindeutig, wenn ich jetzt da reingehe. Ist endlich Schichtwechsel?
endlich. So, weiß nicht, warum das nicht direkt geklappt hat hier. Ich hoffe, im Dunkeln sieht er mich nicht. Komme ich hier durch? Geht's hier durch? Wie komme ich hier rein jetzt? Sieh dir den an. Bestimmt kosten die Schuhe mehr, als ich an Miete zahle. Okay, muss ich durch das Fenster jetzt scheinbar durch. Junge, was machst du hier? Du sollst... Ich sehe zwar nichts, aber... Oh Mann. So, danke. Du da oben! Oh, oh. Halt! Komm, runter! Lasst ihr mich rein, wenn ich das tue? Was? Natürlich nicht! Nun denn, wenn es keinen Unterschied macht, dann bleibe ich lieber hier. Und tschüss. Da, sehr schön. Haben wir das doch direkt geschafft jetzt hier. Beim zweiten Mal schon. Ich sehe euch dann im Garten, ja. Welche Wachen hier? Hier ist doch schon jemand. Warum sind die blaue, hier gelb? Keine Ahnung warum. Oh, Elisa, wo bist du? Ich erinnere mich gar nicht mehr, wann wir alle so zusammen waren. Kann ich hier durch? Also Türen, die zu sind, bleiben wahrscheinlich auch zu dann. Gut, gehen wir mal hier hinten durch. Ah, das sieht auf jeden Fall. Ich kann es wie gesagt nicht oft genug sagen, die Innenräume sehen richtig cool aus. Beehrt ihr mich mit diesem Tanz, junger Mann? Oh oh. Ah, eifersüchtig. Eine Notreschur. Oh. Wow, guckt euch das an, diese Innenräume. Unglaublich. Ich würde sagen, sowas gab es noch nie in Assassin's Creed zu sehen bisher. Ja, ist es schon. Blau. Pass auf, die geht jetzt ins Bett und wir sollen hinterherkommen. Ein bisschen schneller laufen hier. Ah, geht los. Gehen jetzt momentan. Ich hab dein Adlerauge auf dich geworfen. Gibt's jetzt ein Lachen? Naja, klotz noch schön. Ja, komm schön mit. Sie ließ sich immer gerne jagen. Ist er? Okay, jetzt muss ich rennen, wie es aussieht hier. Solange es nur Jagen ist und nichts anderes. Oh oh. Ah, da ist er ja. Du hast einen ganz schönen Aufruhr verursacht. Was soll ich dazu sagen? Du warst stets ein schlechter Einfluss. Aha. Du warst noch schlechter. Das ist doch das Kind hier, was mich in dem Palast da... Oh, der guckt schon dort hinten. Seht ihr, wie der guckt in dem Bild? Der schielt schon rüber. Einen Anzug meines Vaters? Trägst du etwa ein Kleid? Fang bloß nicht an. Ich fühle mich wie eine Mumie in diesem Ding. Muss ein wichtiger Anlass sein, wenn du dich so rausputzt. So ist das nicht. Ganz ehrlich, es geht nur um Zeremonie und Worthülsen. Ermüdend. Nun, wenn du mich nicht zu deinen Vater... Ja, das ist das Kind. Leiden alle darunter. Was ich jagen musste. Aber Vater war unnachgiebig. Dein Vater? Geht da drin! Ufre! Geh, ich lenke sie ab. Wohin? Du wirfst mich hinaus? Es ist... kompliziert. Ich erkläre es dir später, aber nun zum Fenster raus. Oh, nein, 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 nein. Das wird nächstes Missionsziel. Raus zum Fenster. Sei nicht so ein Kleinkind. Dieses Mal gibt es ganz sicher keine Wachhunde. Los. Dieses Grinsen. Ich hasse es jetzt schon. Oh je. Das war gar nicht das Billardzimmer, oder? Wir verfolgen einen Langfinger, Mademoiselle de la Fer. Habt ihr ihn gesehen? Nein, und ich glaube nicht, dass sie Treppen steigen können mit ihren Hufen. Gut, wird Zeit abzuhauen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Also, haben sie ein schönes Spiel eigentlich gemacht, muss ich sagen. Also, es sieht ziemlich gut aus. Hätte auch drin. Oh, fuck. Hey, Moment. Was ist da hier? Ah, warum? Oh, oh. Zeitverschwendung. Hier draußen ist keiner. Okay, abhauen. Abhauen. Oh fuck, die schießen auf mich! Seid ihr bitte bescheuert? Okay, schau ab.
Okay, ich töte jemanden. Gott. Also kämpfen ist hier schwer. Oh Gott, ich bin gestorben. Nur weil ich hier drin war, haben die mich erschlagen. Erstochen. Unglaublich. Also das nenne ich mal Verhältnismäßigkeit. Ich glaube, mit dem Kampfsystem werde ich noch richtig Probleme bekommen. Das ist deutlich anders wie bisher. Fuck. So eine schöne Musik und dann stirbt man auf so einen grausamen Tod hier. Zeitverschwendung. Hier draußen ist keiner. Ja, verpisst euch jetzt hier. Okay, wo ist die Tür? Wo komme ich hier raus? Da hinten. Ja, da hinten ist die einzige Tür. Na komm, dreh dich um da. Danke. Deckung verlassen, danke. Nein, komm noch mehr. Unglaublich. Nicht in einen Kampf geraten. Okay, scheint der Einzige zu sein hier. Wo muss ich raus? Da hinten? Ah ne, da hinten ist zu. Na, ob ich hier durchkomme? Ich hoffe, der Typ bleibt stehen. Wer soll denn hier rauskommen? Bitte nicht sehen, bitte nicht sehen. Ich wette, irgendwann kotzt mir heute noch ein reicher Schnösel auf die Schuhe. Was macht der da hinten? Ah, ist schon ziemlich schwer hier, unerkannt rauszukommen. Jetzt kommt der natürlich hier. Boah, muss er jetzt hier direkt davor stehen? Boah, das kann dauern, jetzt hier rauszukommen. Komm, dreh dich weg. Dreh dich weg. Danke. Ich hoffe, die Typen da hinten machen nichts. Einfach schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Das ist nämlich ein bisschen an Dark Project hier, von früher hier. Schön im Schatten rumlaufen. Ist hier noch jemand? Nee. Wie ist das hier offen? Alles gut, Monsieur? Oh, Gott sei Dank. Zu viel von des Königs Champagner? Was macht der da? Oh, oh. Monsieur? Monsieur de la Serre? Monsieur de la Serre? Gibert, kommt weg da! Wachen! Hilfe! Mörder! Ja, super. Jetzt bin ich der Schuldige, oder was? Na super. Er hat hier de la Serre getötet. Ja, ganz klar, ich war das jetzt, oder was? So, wir haben Erinnerung 3 beendet. Wir werden natürlich wieder schön bewerten hier. Die ist auch sehr gut gewesen, die Mission. Gefällt mir. So. Nicht ganz so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe, aber wir haben Achievement bekommen. Jugend in Versailles. Also das war jetzt die Zeit, wo wir jugendlich waren. Gut zu wissen. Aber der Hauptcharakter ist auf jeden Fall... Ich weiß nicht, was ich zum Hauptcharakter sagen soll. Ist ein ziemliches Arschloch, meiner Meinung nach. Aber eigentlich ziemlich gut gespielt, jetzt schon ganz am Anfang. Also da kann sich Connor zum Beispiel aus Assassin's Creed 3 eine richtige Scheibe abschneiden. Von, wie hieß er gleich nochmal? Arnaud? Ich glaube Arnaud. Also Connor ist bisher der schlechteste gewesen. Ezio war richtig cool auf jeden Fall in Assassin's Creed 2. Und selbst Edward, selbst der war besser wie Connor. Obwohl... Ich glaube, an Ezio kommt auch Edward nicht ran. Das ist Assassin's Creed Black Flag. So, was ist jetzt hier? Ladebildschirm, sehr schön. Jetzt kommt bestimmt irgendeine Gegenwartsmission, würde mich nicht wundern. Meiner Meinung nach relativ überflüssig, die Mission in der Gegenwart, aber okay. Das ist halt Assassin's Creed.
Also so ein kleines Zwischenfazit schon mal nach der ersten anderthalb, zwei Stunden, die ich jetzt spiele. Also ist auf jeden Fall richtig cool, das Spiel. Macht vieles anders als Assassin's Creed Black Flag und die Vorgänger. Alles anders in dem Spiel. Okay. Schönes Stradivari. Weiß nicht, ob das eine Stradivari ist. Nein, ich war es nicht. Damir hatte das Messer. Bitte, hab Gnade. Ah, ich dachte schon. Die töten uns. Oh Gott, hab Gnade. Sie töten die Gefangenen hier drin. Das reicht jetzt, du Perverser. Was ist das da? Was macht der da? Hat er gerade irgendwas gebumst da drin? Irgendein Gegenstand? Nur Kranke da drin. War sicher keine schöne Zeit damals. In der Hölle. Hölle. Na super. Aber Gefängnisausbruch ist immer cool. Gab's in jedem Assassin's Creed, glaube ich, bisher. Fast jeden. Auf jeden Fall in der 3, in der 4 gab's Gefängnisausbrüche. Ich glaube in der 2, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob es in der 2 einen Gefängnisausbruch gab, wo ich raus musste. Ich glaube, ich musste einbrechen in irgendeinen Turm oder so, das weiß ich noch. Die heißen Eisen. Bitte. Alles nur nicht das. Was haben wir denn hier? Was starrst du so, Pisspot? Red mit mir, du Idiot. Nerv mich nicht, Bursche. Komm, wenn ich dich genug anquatsche wie in Dark Souls, hast du bestimmt was zu sagen. Von wo ich sitze, könnte ich dich auf 7 Arten töten. Oh Gott, bitte helft uns! 12 hätte ich einen Löffel. Aha, der war gut. Der war gut! So. Was hat er hier Schönes an die Wand gemalt? Immerhin macht jemand schöne Musik hier. Mal nach draußen sehen. Sehr schön. Kann ich das jetzt auch dreimal machen hier? Nee. Aber wir können alles machen auf jeden Fall. Wir können mit jedem quatschen noch, bevor wir ins Bett gehen. Willkommen in deinem neuen Heim. Keine Ahnung. Oh, ich bin jetzt in Deckung, weil hier zwei Leute sitzen. Also merkt euch, wenn ihr zwischen zwei Leuten steht, seid ihr unsichtbar für andere. Du kannst dich geehrt fühlen. Heutzutage ist die Bastille für Verrückte, Perverse und Verräter reserviert. Also pervers sind wir schon mal nicht. Das ist der eine Typ, der an der Wand da hinten stand und das Loch gebumst hat. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat er gemacht da. Die Frage lautet also, hast du ein hohes Tier getötet? Oder vielleicht eins gefickt? Oh, das böse F-Wort. So, noch was zu sagen hier. Nicht, dass es einen Unterschied machen würde. Hier unten wird uns eh alles ausgetrieben. Ja, sehr schön. So, noch was zu sagen hast. Das war's, glaube ich. Also, wenn ihr hier zwischen zwei Leuten steht, seid ihr unsichtbar. Merkt euch das. Das ist ein Tipp fürs Leben hier. Videospielweisheit. So, der hat schon wieder was zu sagen hier. Wenn du schnarchst, muss ich dich im Schlaf erwürgen. Nur als Warnung. Wow, ich kann die Leute ewig anquatschen hier, oder? Was? Oder auch nicht. Ja, keine Ahnung. Den Typen kann ich nochmal anquatschen hier. Denk nicht einmal an Flucht. Das ist ein Narrentraum. Hallo! Ich muss mit jemandem sprechen! Sie kommen! Sie kommen um uns! Öffne diese Tür! Wie du willst. Das kümmert keinen. Ich muss mit Elise de la Serre sprechen. Hört ihr mich? Elise de la Serre! Was macht er da hinten? Er hängt fest. Elise! Er will herkommen, aber er schafft's nicht. Es ist unmenschlich. Das Blut. So. Ich bin kein Mörder! Okay, jetzt fehlen ihm die Worte. Nur Zeit. Wieso? Ich hab da genug Zeit hier. So, hast du noch was zu sagen hier? Der hat nichts mehr zu sagen, wie es aussieht hier.
Ja, dann werden wir jetzt mal schlafen gehen. Oder können wir hier noch was machen? Nee, haben alle nichts mehr zu sagen hier. Wow, was so eine schöne Matratze, ey. Immerhin überhaupt eine Matratze, ne? Immerhin. Black Flag hatten wir gar nichts. Oder ein Assassin's Creed 3. Sehr gut. Noch ein Ladebildschirm. Wo hast du das her, Passport? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück. Wow. Aber ziemlich dumm. Hol sie dir. Du es kannst. Immerhin, ich krieg eine Waffe. Ja, kann man endlich mal Leute verprügeln hier. Ist das nicht schön? Vielleicht kommt da jemand und holt uns raus hier. Jetzt erstmal direkt einen auf die Fresse hier. Zack, zack, zack. Boah, das war easy. Pisspot. Guter Schlag, Pisspot. Hey! Ich hab nicht Xbox gesagt. Du hast immer noch nicht genug, was? Für eine Kapitalantiquität. Die einzige Antiquität hier kann ihr dummes Maul nicht halten. Sag das nochmal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Was kann ich jetzt perfekt parieren, okay? Und die Gesundheitsleuchte gelb aufleuchtet. Ja, das ist natürlich. Wie soll die gelb aufleuchten? Das muss ich erstmal hinbekommen. Ah, da wird schon irgendwann von alleine sterben hier. Irgendwann muss er doch mal sterben. Egal. Gib mir, was meins ist. Und geh wieder an dein Gekritzel, alter Mann. Gekritzel? Das hier. Überall. Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Da ist nix. Ah, jetzt schon. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorian. Dorian. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76, 77? Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von hier drin? Ja, so lernen wir unsere Assassinen-Leute kennen. Ist das nicht super im Gefängnis? Was denn? Nochmal! Au! Fokus, Pisspot! Was
zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unsere Tür klopfen. Das Volk hat die Schnauze voll. Sturm auf die Bastille, oder was? Ja, sieht bald so aus. Kanonenschüsse. Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Sicher die Gefangenen! Was ich tue. Ich frage mich überhaupt, warum wir hier Stöcke drin haben im Gefängnis. Schnell, Pisspot, bevor die Wache kommt! Ruhe da drin! Andere. Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Wie sind das? Zwei Leute. Wow. Das war meine Reaktion gewesen. Gut, verschwinden wir aus dem Scheißloch. Na, hinten kommen noch mehr. Wow, war das Franz? War das Schweizer? So, wird es mal Zeit abzuhauen jetzt hier. Wir haben lang genug hier drin gesessen. 2 Monate. Ist mir noch vom Leib, Pisspot. Sollte mich einer abmopsen, will ich dich als Geist heimsuchen. Oh. Perfekte Paraden, 3 Stück. Ganz bestimmt nicht. Aber wir können was plündern hier. Schleife, was? Eine Mütze? Alex, ist die Tür offen? Oh, da kommen noch mehr. Wir haben ein Problem. Glaubst du, du bist schneller als du? Reizend. Alles nur clever. Wow, das war nochmal eine gute Parade hier. Im Prinzip ist es dasselbe wie ein Konter. Oh, ich kann mich heilen, sehr schön. Wie kann ich Rauchbomben nehmen? Oh Gott, wie viel kommen wir noch? Ah, jetzt wird Zeit abzuhauen hier. Oh Gott! Au! Was für ein Fenster? Was für ein Fenster? Hier! Komm hier raus! Ja, aber Zeit immer abzuhauen jetzt hier. So, komm. Wo wollte der denn jetzt hin? Der war gerade weg gewesen. Keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe, aber... Aber okay. Komm. Boah, ist das dunkel teilweise hier. Wo ist der jetzt hin? Oh Gott, ich bin viel zu langsam hier. Hier war auch irgendwo eine Truhe gewesen. Eine rote Truhe. Was ist eine rote Truhe? Okay, ich heile mich nochmal kurz. Wie wär's, wenn du hier mal runterkommst, Arno? Oh, fuck! Immerhin sind die Typen relativ schwach. So, jetzt war noch mal ein bisschen. Ja, sehr schön. Flucht mit Hilfe von Rauchbomben. Keine Ahnung, wie ich hier Rauchbomben zünden soll. Vertrau mir! Ah, das macht wahrscheinlich der Typ für uns hier. Ganz schön die töten hier. Keine Ahnung, was der hier macht. Worauf wartest du, Pisspot? Zeit zu sprengen. Wohin denn? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir. Ich kann... Das ist unmöglich. Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Na los. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Was für ein Name. Du, zurück von der Kante. Wieso reden die alle schweizerisch? Merde.
Right Trigger und B. Right Trigger und B. Wow. Das sieht cool aus, auf jeden Fall. Wow. Ich muss sagen, richtig cooles Spiel. Bis jetzt zumindest. Assassin's Creed Unity. Wir sind in Paris diesmal. Da hinten ist Notre Dame. Ja, ich denke mal, das soll es auch erstmal für heute gewesen sein. Mal gucken, ob ich jetzt eine Möglichkeit bekomme, hier zu pausieren an der Stelle. Haben wir eine ganze Menge gespielt heute. Bestimmt wieder weit über eine Stunde. Ich hoffe mal, die Videos werden nicht allzu lang. Ich habe so vor, halbe bis dreiviertel Stunde immer Videos zu machen. Mal gucken. Gucken, was der Ladebildschirm jetzt noch sagt hier. Und dann soll es das, denke ich mal, für heute erstmal gewesen sein. Dann werden, denke ich mal, morgen noch ein, zwei Videos kommen. Mal schauen. Wie gesagt, ich will nicht allzu viele Videos im Vornherein drehen. Ich will ja ein bisschen auf euch auch eingehen, auf die Kommentare und so weiter. Von daher werden jetzt jeden Tag so ein, zwei Videos folgen. Demnächst kommt dann Far Cry 4. Da werden dann, das wird dasselbe Spiel dann im Prinzip weitergeführt. Und auch täglich ein Video kommen. Je nachdem, wie ich es von der Zeit her schaffe. Ich bin wieder da. Elise? Ah. Nette Begrüßung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passierte. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch, wer deiner war. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du, Assassine. Ich, Templerin. Oh. Du? Schockiert dich das? Mein Vater wollte immer, dass ich in seine Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch, ihn zu rächen. Ich schwöre dir, ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hattest du doch. Nein. Nein! Bei meinem Leben, ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gerichtet an meinen Vater am Tag seiner Ermordung. Ah, das hat er doch selbst überbracht, oder? Was hat der Brief? Großmeister de la Serre, ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. L. Den Brief finde ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Nur weil er zu spät war. Ich es wissen sollen. Bitte. Geh einfach. Er hat den Brief zu spät abgegeben, deswegen ist der Vater jetzt tot. Oder ihr Vater, besser gesagt. Das ist natürlich traurig. Da sind wir im Prinzip indirekt daran schuld gewesen jetzt. Nur weil das Rindvieh den Brief nicht direkt in die Postkutsche gegeben hat. Und wir hinterhergerannt sind und nicht schnell genug waren. Ach, ist das ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Deswegen ist er gestorben jetzt. Und sie ist eine Templerin, was noch schlimmer ist. Im Prinzip haben wir ja jetzt eine Hassliebe. Ach, Ubisoft, was machst du hier für Stories mit Assassin's Creed? Das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich gut aus. Also ich bin echt gespannt jetzt. Also von der Story her scheint das Ding schon mal deutlich besser zu sein wie Assassin's Creed 4, denke ich mal. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt eine Pause machen können hier, das Spiel pausieren können, dass ich jetzt hier das Video beenden kann. Ich glaube, das wird ein bisschen längeres Video hier, wie es aussieht. Keine Ahnung, wie lang genau. Aber das hört auch gar nicht mehr auf mit Cutscenes hier. Das ist... Wir haben es nicht gespart mit Cutscenes. Der säuft erstmal jetzt hier ein. Seinen alten Klamotten, die er da hat. Schöne Taschenuhr. Vorbesteller bekommen die, glaube ich, auch. Beziehungsweise, wenn die so eine Special Edition kaufen, gibt es auch eine Taschenuhr von Arno dazu. Ja, Notre Dame.
Ah, ich war noch nie in Paris. Ich glaube, ich werde das auch mal demnächst mir mal antun, mal nach Paris zu gehen. Mal ein paar Tage nach Paris fahren. Ist ja nicht so weit von Köln aus. Was um Himmels Willen soll das bedeuten? Oh mein Gott, Assassine und Templer. Keine Ahnung. So. Können wir die Mission jetzt beenden? Paris steht Ihnen nun offen. Sie können die Stadt erkunden oder die nächste Einzelspielermission spielen, um Arnos Geschichte weiter zu verfolgen. Ja. Wie es aussieht, ist die Sequenz jetzt genau beendet. Sequenz 2, Erinnerung 1. Wir haben keine perfekten Paraden und keine Flucht mit Hilfe der Rauchbomben geschafft. Schade eigentlich, und ich habe vergessen zu bewerben, was auch nicht so schön ist. Und hier unten ist eine Kiste, wie es aussieht. Die schnappe ich mir auf jeden Fall noch. So. Und dann soll es das gewesen sein für heute erstmal mit Assassin's Creed. Du sollst die Kiste öffnen. Öffnen! Dankeschön. Oh, 350 Francs. Das ist nicht schlecht. So, 30 Kisten. Wie gesagt, Paris werden wir dann nächstes Mal erkunden. Versailles haben wir ja schon ein bisschen erkundet. Wir werden dann demnächst auch die Story weiterführen. Wir werden gucken, was es mit den roten Truhen auf sich hat. Obwohl, die werde ich jetzt noch schnell öffnen. So viel Zeit muss sein. Am Ende brauche ich da auch wieder irgendeine Scheiße da für Ubisoft. Irgendwann Mist, was ich machen muss. Oder muss ich Geld dafür bezahlen? Keine Ahnung. Hier sind mehrere rote Truhen. Hey! So, du stirbst. Du stirbst. Du da! Stehen bleiben! Okay, ich will die ist zu, die Kiste. Okay, jetzt reicht's. Haltet ihn! Hoffentlich stirbst du schnell. Oh, ist Nummer 1 schon mal tot. Und Nummer 2 folgt sogleich. Mann, die hauen ganz schön zu, die Typen. Mann, warum hat er so eine fette... Der ist ganz schön nervig hier. Oh fuck, jetzt kommen hier noch mehr, oder was? Egal, ich kann die Kiste jetzt öffnen. Gegner erinnern sich an sie, wenn ein Konflikt beendet ist. Wieso kann ich die scheiß Kiste jetzt nie öffnen? Brauche ich hier einen Schlüssel, oder was? Was hat's mit roten Kisten jetzt auf sich? Das würde ich gerne noch wissen, bevor ich jetzt das Video beende. Altes Gewand, ein Pinsel, alles schon automatisch verkauft hier. Medizin ist schon mal gut. Ich weiß nicht, warum die Kiste verschlossen ist hier. Brauche ich da auch die Companion-App? Keine Ahnung. Gucken, ob die andere auch verschlossen ist. Zwei rote Kisten hier, die ich nicht öffnen kann. Das ist ziemlich ärgerlich hier. Ist hier noch eine Kiste irgendwo? Wo ist die zweite Kiste? Ist die hier oben auf dem Dach irgendwo? Hier drinnen vielleicht. Halt! Hier rein. Oh Mann ey, warum? Diese Steuerung hier, also die Klettersteuerung, ich weiß nicht. Also die ist zwar ein bisschen besser geworden, aber so richtig bin ich immer noch nicht zufrieden mit der Steuerung hier. Kletter jetzt hier rein, verdammt nochmal hier. Arno! So, die ist auch zu. Nein, die ist doch nicht zu. Ah, Schlossknacken, brauche ich eine Fähigkeit, okay. Das sagt er mir jetzt bei der zweiten Truhe hier. Nicht schlecht. Also Schlossknacken, Fähigkeit, werden wir nächstes Mal alles rausfinden. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen heute. Werden nächstes Mal noch ein Stück weiterspielen, Paris, Nebenmission, Hauptmission, alles mögliche werden wir machen. Bleibt einfach dabei, schaut immer rein, ich versuche jeden Tag ein Video hochzuladen. Wie gesagt, abonniert mich, damit ihr immer auf dem Stand bleibt. Schreibt einen Kommentar, liked die Videos, wenn sie euch gefallen. Ein bisschen Feedback ist immer gut. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.